Apokalypse, was ist das für die Natur? Willkommen im Patriarchat. Niemals werde ich euch eine Bildfläche bieten, euch Drecksäcken. Wir machen jetzt den. Du wirst mich nicht foltern. Ich verstehe dich. Du folterst mich ununterbrochen, du kriegst nicht mal mit, Alter. Ja, wenn du dich klar ausdrückst und wenn du mich nicht folterst... Ich hab mich nicht klar ausgedrückt, wenn ich dir sage, ich will keine Kartoffeln essen. Das ist nochmal so schwer zu kapieren. Die sind billiger? Nee, der Reis ist billiger? Ich soll Kartoffeln essen, nur weil der das will. Ja. Nur weil er es bestimmt. Sein Geld, seine Nahrungsmittel. Ja, ich versuche eigentlich nur, jetzt, warte mal, Vera, ich nehme dich natürlich mit auf die Kamera, natürlich versuche ich einfach nur das Schach zu spielen und muss jetzt eine kontroverse Diskussion über Kartoffeln führen. Arschloch. Ach so. Arschloch. Ich denke jetzt einmal die Kamera hinterher. Arschloch. Und wenn das versuchen, jetzt Arschloch. Einfach. Arschloch. Einfach. Ja, Arschloch. Genau, du machst jetzt so, dass du noch die Wasser hast. Arschloch. Arschloch. Rote Energie. Ja, hast du. Unterdrückung. Ich soll Kartoffeln essen, nur weil der das will. Ja, das ist noch ein Fall, klar. Das ist ein Diktator. Dieser Kunde ist ein Diktator. Ja, das gehört dazu. Nur Charlie Chaplins Rede hat er nicht verstanden. Ja, was? Er hat er nicht, das würdest du nicht so aufhören. Ich werde unterdrückt. Ich werde ja seit Monaten unterdrückt. Ich werde seit Jahren, ich werde seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden von den Männern unterdrückt. Vielleicht kommt dir das noch so vor. Ich werde immer noch aufs Wesentliche. Vielleicht doch, ich werde aufs Wesentliche reduzieren. Warte mal, das Feuern ist in dem Fall konstruktiv, aber ich will da daher meine eigenen Statement lassen. Dein Statement heißt, du hast Kartoffeln zu fressen, ob du es willst oder nicht. Das ist dein Statement. Ja, weil die Jens war böse. Ich will einfach nur keine Kartoffeln essen. Und ich werde das so lange wiederholen. Du kannst es so lange wiederholen, bis er mir zu den Ohren rauskommt. Trotzdem, hier haben wir jetzt die Kartoffeln und die Kartoffeln sind 2 Kilo oder die Markkartoffeln. Und was haben die 2 Kilo gekostet? Die haben zusammen 65 Cent pro Kilo, also haben die 1,10 Euro gekostet. Ah, und wie lange reichen die 1,10 Euro Kartoffeln? 3 Tage. 3 Tage? Ja. Na, wenn es alleine ist, wie lange reichen die dann? Eine Woche. Ja. Und sonst brauchst du nicht. Du willst eine Woche lang nur dich nur von den Kartoffeln ernähren, ja? Meine, ich habe auch Kidneybohnen. Heute ist Samstag. Na okay, eine Woche nur Kartoffeln, seine 2 Kilo Kartoffeln und seine Kidneybohnen. Kann der alleine von leben. Der bekommt natürlich noch jeden Mittag ein Essen spendiert, da wo er jeden Tag Kirchen geht. Weißt du, weil so lau macht er das ja nicht. Ich habe mir vorgenommen. Weißt du, und ich darf mit einem mein eigenes Brot backen, weißt du? Ich verstehe deine Unzufriedenheit. Ich finde das gut, dass du das jetzt so auf den Tisch spatzt. Aber natürlich... Ah, jetzt findest du so viel mal gut, oder was, jetzt die Kamera läuft? Weil nicht wegen der bescheuerten Kartoffeln, sondern das ist einfach nur... Ich will keine Kartoffeln essen. Ja, na, dann machen wir einen Handel. Ach, jetzt wird gehandelt. Ich handel nicht. Ja, das ist ja das Problem. Was willst du denn haben? Ich will bedingungslos einfach keine Kartoffeln. Man frisst doch was anderes. Man frisst doch was anderes. Sonnenblumenkerne. Man frisst doch was anderes. Man frisst doch Sonnenblumenkerne. Schlauer Zeug. Man frisst doch. Man frisst doch, dass das übrig bleibt. Man frisst es doch. Na los, man sieht doch zu, wie du dort unten kommst. Na? Ich hab kein Interesse an dir, weißt du? Alles, was aus deinem Mund kommt, ist scheiße. Ja. Ich bin zur Kooperation nicht fähig. Ja.
was mir nicht anders beigebracht wurde, weißt du? Weil mich meine Mutter die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang immer noch unterdrückt hat und weil die das immer noch macht, weil die mich immer noch jeden Tag anruft und mich nervt und mir ihr Ohr abkaut, weil ich es ungeschafft habe, dir Ohr zu schenken, weil die ist ja älter als ich, weißt du? Da könnte ich ja mal ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen, und die ist ja auch noch eine Frau, weißt du? Sie ist auch noch eine Mutter, die hat ja 3 Erfahrungen mehr am Leben gemacht als ich, mickriger kleiner Schwanz hier. Weißt du? Na, ich bin gerade du, weißt du? Ich erzähle gerade Sachen aus deiner Perspektive. Na, ich übersetze das nur für die Leute da draußen, weil du dich nicht im Spiegel erkennen kannst. Das weißt du doch. Du bist doch blind auf dem Ohr. Auf dem Ohr bist du total blind. Doch, ich bin die Blinde. Blinde und eine Pfeife. Eine Pfeife ist ein Ohr. Kann ich euch demonstrieren, was das für eine Pfeife ist, also. Ja. Das sieht doch nur, weil Gerald im Raum ist. Das ist die dritte Kraft, weißt du? Das ist Dreieck. Das fünfte ist noch besser, können wir Grüppchen bilden. Oder vielleicht uns mal in die Hände nehmen und mal was auf die Beine stellen, aber das schafft ihr ja nicht. Weil ich ja immer gegenseitig irgendwie Schwanzvergleich machen müsste, weißt du? Tun wir nicht, wir sind nicht kultiviert. Nee, wir spielen nur Schach gegeneinander. Ja, wer denkt, liebt nicht. Wer liebt, denkt nicht. Woraus besteht Schach? Mit einer Dame. Im Schach ist die Dame die mächtigste Figur, ja? Und deshalb spielen die lieber Schach, weil sie es in der Realität nicht ertragen können, dass die weibliche die wichtigste Figur überhaupt ist. Ja, dann muss ich mich mal, ja, positiv präsentieren. Ich muss mich dann, da musst du dich dann auch mal positiv, ja, präsentieren, Katrin. Weißt du? Dann musst du dich positiv auch noch zum Geschenk machen, weißt du? Am besten machst du jeden Abend die Beine breit, dass ich da regelmäßig meinen Schwanz reinstecken kann. Dann kochst du mir noch ein Essen und putzt immer schön hinter mir hinterher, dann wäschst du noch meine Wäsche, dann gehst du noch für mich einkaufen, na, und dann machst du irgendwann noch meinen Job auf dem Bau für mich, damit ich den ganzen Tag vor dem Fernseher hocken kann. Achso. Ich weiß nicht, wer von euch denn ich bin. Auf jeden Fall bin ich nicht selber. So eine Scheiße würde ich nie machen. Ja? Ein Läufer provokativ in die Mitte gestellt. Ich finde das sehr positiv. Ja? Ja. Also irgendein Indianer hat mal gesagt, Lebensstücke fängt damit an, dass man den anderen leiten kann. Leiten? Leiten oder leiden? Leiten kann. Ja, genau, das sieht aus. Aha. Alles muss ich mir unterordnen. Nein, du hast es nicht kapiert. Leiten und Unterordnen sind keine Optionen. Leiten bedeutet, dass man einen positiv... Na, dann mach das doch mal als Mann. Das machen wir doch gerade. Na? Und die Antwort ist, dass ich mich total scheiße fühle und jetzt hier auch noch ein Dokumentationsvideo drehen muss, weil die mich nie verstehen und das sonst nie in die Öffentlichkeit gerät, wenn es nicht mal jemand ausspricht. Ja. Ich werde hier unterdrückt von 2 Typen, Alter. Der Typ ist erst 1 Stunde da. 1 Stunde? Na klar, was hast denn du für ein Zeitgefühl? Aber 1,5 Stunden. Maximal 1,5 Stunden. Ich habe nur durch deine Anwesenheit, aber total. Also 2 Typen, die mich am liebsten sofort im Sandwich vornaschen würden. Du weißt aber, geile sexuelle Fantasien. Geile sexuelle Fantasien hast du. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Weißt du? Das Erste, was du machst, wenn du ein Chrome öffnest, das Erste, was du siehst, ist YouPorn. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass die Leuten das scheiße real ist. Weißt du? Warte mal, setz dir das ein Thema. Super. Die würden ja am liebsten den ganzen Tag nackig rumlaufen und zeichnen, wie lang ihr Schwanz ist, weißt du? Also, na? Ich will nicht deinen Schwanz sehen. Nee. Ja, ich will beruhigen. Mein Hund hatte heute das erste Mal Sex. Und irgendwie fühlt mich wie ein Vater, der falsch seinen eigenen Sohn beim Sex geguckt. Stimmt, da waren natürlich auch schon viele Leute dabei und alle haben gute Ratschläge jede Weg zu geben und der einfach konnte nicht mehr, der war vollkommen am Arsch. Er war am Arsch, aber er war auch ziemlich fertig. Ich mache einen Rückzug, ja. Ja? Yeah. Ich
töten, besiegen, ja, kämpfen. Es gibt immer einen Verlierer und immer einen Gewinner in eurer Welt. Einer muss immer verlieren in eurem Kampf. Ihr kämpft euer Leben lang um die Titte eurer Mutter, von der er nicht loskommt. Oh, meine Güte. Euer Leben lang hängt ihr an der Titte eurer Mutter, weil er die Lösung auf die Beine stellen könnte. Ach, hast du übrigens, was hier dagegen, wenn man seinen Schwanz in die Muschi reinsteckt? Doch, das hat schon sehr deutlich artikuliert. Aber das ist auch natürlich. Es dient. Ist es nicht problematisch? Guck mal hier davon. Es dient der Fortpflanzung und auch dem sexuellen Bedürfnis. Der Kandidat ist einfach nicht dafür berufen worden. Und wenn man damit ein Problem hat, dann hat man eben keine Probleme. Ja, aber ich will ein Problem nicht haben. Wenn man damit ein Problem hat, dann hat man damit ein Problem. Das ist richtig. Wenn man ein Problem hat, möchte ich dieses Problem nicht haben. Also lass es. Alle Frauen haben ein Problem damit. Also bin ich keine Frau mehr. Also bin ich ein Mädchen. Ein Mädchen ist ja noch sexueller wie eine Frau. Weißt du, ich entscheide mich dazu, wieder ein Mädchen zu sein, damit ich mich dieser Männerwelt entziehen kann. Und jetzt sagt der mir, dass ein Mädchen dann, na. Dann muss ich mich zur alten Frau machen, dass ich dann schon mit 35 aussehe wie meine Oma oder was. Damit ich auch nicht erst in Frage komme, oder? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es mein Leben ist und dass ich über mich und mein Leben entscheide? Was du aber machen musst. Ja? Und dass es deine Aufgabe ist, still zu sein und hinzuhören, wenn ich irgendwas sage? So dominant soll ich sein. Ja, das ist ja den versuchten Mann zu sein und das ist für den Text. Ich versuche kein Mann zu sein, du versuchst ein Mann zu sein und das fällt überhaupt ich nicht. Ich bin Mensch und bin da ziemlich glücklich. Aber ich bin kein Mann, ich bin ein Mensch. Ach so. Ach ja, so viel mal kein Mann mehr oder was? Ach hey, wo sind wir denn jetzt angekommen? Ja, siehst du? Hä? Was siehst du? Naja, siehst du? Ich werde zum Kotzen. Oh ja. Ich werde zum Kotzen. Das ist schon mal ja nicht so. Musste machen. Ja. Kotzen. Ekelhaft nicht mit. Könnt nur Dreck machen. Das Einzige, was ihr gemeinsam habt, ist eure unglaublicher Dreck, den ich hier vorfinde, jedes Mal, wenn ich in eine von euren Wohnungen komme. Ja? Ich ziehe wieder am Jorten, das kannst du aber wissen. Weil ich kann nichts durchmachen. Ja. Ich ziehe wieder am Jorten. Sobald ich da draußen wieder warm bin. Ja, ich bin irgendwie ertrage ich noch. Wirst dich noch wundern. Du wirst noch Und schon ist die Bahn frei. Wundern muss ich. Wundern. Wenn er erstmal auf der Schnauze. Na? Wenn du dich dafür entscheidest, lieber zu weinen. Wenn du dich dafür entscheidest, lieber zu weinen. Es geht ja nicht um eine Bockstimmung auf irgendwelches Leben. Du hörst überhaupt nicht hin, ey. Quatsch mich nicht dumm von der Seite an, Alter. Quatsch mich nicht dumm von der Seite an. Gerne mal ein bisschen vermanieren. Lerne mal, was Respekt bedeutet. Oder wollen wir mal ein bisschen onanieren? Lerne mal, was Respekt bedeutet. Na? Würden Sie sich jetzt zusammenschließen, ja? Könnten die mich nackt machen? Könnten die mich vergewaltigen? Könnten die mich abmurksen? Und können die mich in das Auto verschissen? Hauptgerufen, weißt du? Weil er sagt, das ist einfach gut. Ja. So heute Nacht passieren gruselige Sachen. Ich kann auch nicht schlechten. Die können immer nur lachen. Die können immer nur lachen. Ja, Humor ist verdammt wichtig. Die können immer nur lachen. Die können immer nur lachen.
Ein bisschen schreien, schreiend am Boden. Ja. Angeschossen, amputiert, vergewaltigt, verstümmelt, liegt am Boden. Alles, was man machen könnte, lachen. Lachen. In die Mitte, lachen. Immer nur lachen. Wenn sie Angst haben, können sie immer nur lachen. Lachen. Können immer nur lachen. Na, na, na. In einer Stunde ist der Zauber vorbei. In einer Stunde ist der Zauber vorbei. Ja, so sieht's aus im Staat Dänemark. Da fahre ich hin nach Staat Dänemark, um nach Rechten zu gucken. Nach Rechten? Aha. Ja. Und die da haben die da Nazis oder was? Mit Schöne. Ja. Irgendwann wirst du mich anflehen und heulen. Und ich wünsche mir das. Ich will dich heulen sehen. Ich will dich aus tiefstem Herzen heulen sehen und Willen sehen und um Vergebung betteln. Das will ich. Ja, nicht. Das reicht schon. Nicht um Vergebung bitten? Kein Problem. Aber bis es dann erstmal soweit ist, ne, bis dahin ist nur ein langer, trauriger Weg. Das ist schon mal neu. Lieber. Lieber Schrecken mit Ende als Ende ohne Schrecken, ne? Ja, aber weil du meinst, es ist Drohung, ich will nicht von dir heulen, weil es nicht bringt. Weil es nicht bringt, das willst du jetzt schon. Nur weil ich für dich ein Symbol für die böse Männlichkeit bin, heißt es noch lange nicht, dass du bist kein Symbol für die böse Männlichkeit, du bist die böse Männlichkeit. Du bist die personifizierte böse Männlichkeit, die abartige böse Männlichkeit. Die von ihrer Mutter unterdrückte böse Männlichkeit bist du, na, was glaubst denn du? Da kann ich sogar sowas machen, aber war richtig. Na? Du auch. Du bist aber die böse und unterdrückte Männlichkeit. Ja, ja. War ich jetzt nur einmal in der Straße, oder nicht? Einbahnstraße ist fertig. Wenn da eine Sackgasse ist, dann geht es halt nicht weiter, weißt du? Ja. Zurück. Klicken, umdrehen. Nee, das funktioniert nicht bei euch. Ja. Könntest du ja ins Chaos blicken, das du hinterlassen hast. Das ganze Chaos, das du hinterlassen hast. Viel Leid. Viel Leid. Oder sowas. Mach doch einfach mal Urlaub. Na, machen wir Urlaub. Urlaub von deinem Kopf, das hilft. Na, nimm mal Urlaub von deinem Kopf, das hilft. Das hilft total, ich will. Ich mach das ja ununterbrochen. Nein, ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was ich. Ich hänge fest auf meinem Hass. Ah ja, du redest ja jetzt wieder von dir. Ach so, ja, er hängt fest auf seinem Hass. Na doch, natürlich. Na, was glaubst denn du? Du bist doch hier der Kontrollgezwangte. Der Kontrollgezwangte. Siehst du, jetzt will er mich wieder misshandeln. Hast du es gehört? Jetzt hat er wieder den Drang, mir auf den Arsch zu hauen. Weißt du, jetzt will er mich wieder misshandeln. Jetzt fehlen ihm wieder die Worte und die Einsicht, das zu verstehen, was hier passiert. Aber jetzt will er wieder einfach nur handeln. Ich habe keine schlechten sexuellen Erfahrungen gemacht. Dann verlieb dich mal richtig. Ich mache ununterbrochen schlechte Erfahrungen mit Männern. Ich dokumentiere es gerade. Es ist leider mein Job, das für euch alle festzuhalten, wie schlimm das hier ist. Das, was nämlich nie nach außen bringen, weißt du? Das, was in der Familie bleiben muss. Da wurde nach kann nicht von wissen, ne? Das ist es nämlich. Kultiviert, Kultur, ja, Kultur, 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 er findet Kultur total toll, Kult, mehr Macht, Kult, Kultur, mehr Macht, müssen sich kultivieren, ja, die müssen sich unbedingt kultivieren, die Weiber, unbedingt, damit das alles nach deinen Vorstellungen läuft, du Diktator, du. Ja. Entweder Dame oder das ist nicht einfach gewesen jetzt. Ja, aber der hat es immer nicht. Ja, das haben wir auch nicht. Nee. Merkte. Auch bitte keine Stress. Bitte
keine Stressmusik. Ja, fick dich, Alter. Fick dich. Sobald ich hier irgendwas tue, kommt gleich, aber bitte keine Stressmusik. Das war Terror, den du hier vorhin gespielt hast, Alter. Blackmore, Snipe muss ich mir ja anhören. Wisst ihr, was das für ein Scheißdreck ist? Ey, kaum zu glauben, was ich hier ertragen muss. Also kriege ich ja nur auf den Boden rum, wisst ihr. Was ich hier ertragen muss. Weißt du? Das haben wir ausgesucht. Ne, ist ja so alt, ist das, kannst du auch bei mir wollen, ne? Ist ja, kannst du bei mir putzen kommen, ne? Das ist doch alles so. Was willst du bei mir putzen? Ich finde meine Wohnung so gut. Ja, ich weiß. Stolz drauf. Muss erstmal schaffen, sowas. Weißt du? 3 Jahre kein Besen haben. Na, und am Ende sind wir noch das stolz, was wir alles kaputt gemacht haben in ihrer Zeit. Die sie hier gewandelt haben auf Erden. Das ist jetzt Internet nicht mehr. Weil ihr mich alle hasst. Ja, du strengst dich aber echt an dafür. Das ist jetzt zu anstrengend, ne? Na, wenn alles nach deiner Pfeife tanzt, dann muss es natürlich nicht anstrengend sein, ne? Aber die dich hören. Ey, Katrin! Ey, du kleine süße Katrin! Ey, ich mag dich doch irgendwie doch. Weißt du, würdest du mir vielleicht eine Zigarette drehen? Ach komm, jetzt hast du mich doch wieder lieb, jetzt wo ich was von dir will, oder? Immer wenn sie wichtig wird, dann nimmst du dich aus der Nummer aus, um zu zeigen, wie unglaublich wichtig du bist. Naja, ich rede nur Scheiße den ganzen Tag. Echt okay, also. Aber das ist kein Sexfaktor oder sonst irgendwas. Ich bin schon wieder nur ums Ficken hier, Alter. Also einfach so viele Persönlichkeiten hat, wen davon mag ich. Klare Prinzipe und. Das ist ein Monolog von sich selber. Aber du siehst ständig nur. Wann rafft ihr das endlich? Wann rafft ihr das endlich? Ich hab hier das Opfer, Täter und Samariter immer das gleiche Spiel spielen, was immer so. Wer ist denn hier das Opfer in unserer Kartoffelschlacht, ha? Ich hab Kartoffeln, das ist jetzt nicht so schlimm. Ach, aber du kannst zusehen, wo du bleibst, ne? Du kannst dir dann unten am Boden rumkrabbeln. Wer sich neckt, der liebt sich. Als Sprichwort. Ja, von so viel Reibung, das Ding ist schon gern, aber ich bin mir sicher, ob ich so viel Hilfe ertrage. Das wäre ich auch nicht. So, irgendwann bringt man zu spitzen, das ist echt nicht schlecht. Ich hasse euch gerne. Ich hasse euch arrogante Arschlöcher. Ich hasse euch Dreckspenner, die ihr diese Welt zerstört. Ich hasse euch, die ihr jeden Tag dazu beitragt, dass diese Welt ein Stückchen schlechter wird. Ich hasse euch. Und dabei vergisst du aber, dass du die arroganteste Person bist, gerade. Na, wenn du mich unterbrichst, wenn mir das überhaupt nicht. Was ich aber gar nicht so schlecht finde. Also ich mag Leute, die. Was ich aber auch nicht so schlecht finde. Das ist ein bisschen arrogant, schade. Aber, ich hasse es nicht zu haben. Auf seinem Standpunkt so rumzureiten. Quatsch mich nicht so dumm von der Seite an, Alter. Ey, ich bin kein Alter. Du bist ein alter Drecksack. Im Vergleich zu mir bist du ein uraltes Stück Scheiße. Bitte beleidige mich nicht, weil ich mag das nicht. Ja, ich mag das auch nicht. Na, ich könnte dann meinen Schwanz rausholen und dich aus Versehen vergewaltigen. Genau, hol mal raus. Sprüche, das hat der Alter. Ihr wollt immer alle nur kiffen. Aber hat einer von euch schon mal Joint gebaut? Ne? Nee, du kannst es am besten. Nee, ich will gar nicht wissen, was es bedeutet, einen Joint zu bauen. Ich will es gar nicht wissen. Jetzt haben wir nach der Kartoffelfrage schon gefragt. Na? Das ist Wochen her, bis der das letzte Mal Joint gebaut hat. Wochen ist das her. Was bastelst du deine Probleme? Da bist du echt endlich. Ich bastel nur meine Probleme. Wochen ist das her, dass der Joint gebaut hat. Der will immer nur mitkiefen. Der will immer nur das andere den Dreck machen. Die Drecksarbeit, weißt du? Ja.
Was hast du denn gemacht? Sie sind jetzt immer nicht schmutzig. Machst du eigentlich Probleme? Ja, ja, sie zieht sie förmlich an. Sie sitzt mich als Herausforderung. Ich kläre gerade, indem ich dies hier tue, sämtliche Probleme dieser Welt. Ja. Ein bisschen mehr. Fühlst du nicht als Gott oder was? Ja. Das ist nicht schlimm. Nicht als Gott, sondern als Göttin. Aber da ist keine anderen Götter neben sich. Ich habe nämlich das Göttin-Gen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist schlimm. Was ist nicht schlimm? Ich trinke auch Gott, aber sie. Du bist überhaupt nicht. Nee, warte mal, das ist schon wieder zu erotisch ausgedrückt. Sie akzeptiert keine anderen Götter neben sich. Das ist nicht schlimm. Ja, es gibt nämlich nur einen einzigen neben mir. Ja, genau. Ich bin Gott allein. Und das bist nicht du? Ja, 100 Jahre haben wir nicht drin. Nee, scheiße. Sei nicht bald. Kann ich mir nicht vorstellen, ist nicht wahr. Kann ich mir nicht vorstellen, ist nicht wahr. Kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Na ja, also müssen wir irgendwie öffnen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ist nicht wahr. Oh nee, das wäre ein schlechter Deal. Wie hat sie denn Leute? Merte. Ich muss nicht dealen, ich hab dealen. Wir sitzen fest. Das kann ich euch auch bescheinigen. Ihr sitzt extrem fest in eurer eigenen Scheiße. Ich habe mir jetzt an Noah angeguckt, ne? Und kurz bevor die Flut kommt, wo die alle abkratzen, ne? Wo die da noch, wo die jungen Mädchen da aufessen, ne? Da befinden wir uns gerade. Kurz bevor die Flut kommt. Wir haben Frau Merkel an der Macht, sind mal ehrlich, protestierst gegen. Und du findest gut, was die macht, oder was? Findest gut, was die macht? Du bist stolz drauf, dass du dir eine Macht gelassen hast, oder was? Ich hab die nicht gewählt, bin bescheuert, ich hab nicht gewählt zu dem Zeitpunkt. Ja, also ich hab die nicht gewählt, also bin ich fein raus aus der ganzen Geschichte, ne? Was denkst du? Ich hab die auch nicht gewählt. Ich weiß das nicht, also ich setz sie hier rüber. Meine Stimme behalten. Ja, Daumen oder Daumen? Was denkst du? Da bitte sich ein, weil Frau Merkel an der Macht ist, stehen wir irgendwie besser da in der Welt, wisst ihr? Ah, geht. Ja. Ach, der Diktator. Ja. Eine Frau, die nicht mal Mutter ist. Hast du dich geöffnet? An der falschen Stelle. Ihr könnt immer nur euren Arsch aufreißen und da jemanden reinkriechen lassen. Mehr könnt ihr nicht. Ach, und eure eigenen und einzigen Beziehungen bestehen nur noch aus Geld oder Liebe. Mit was anderem handelt ihr nicht. Wenn es der Liebe nicht reicht, wenn es mit Geld nicht möglich ist, handelt ihr mit Liebe. Ja, ja, so wie ihr das gelernt habt von ja, früher. Frauen handeln manchmal nicht, meistens nicht. Wir sind ja auch schlau. Nee. Nicht abwarten. Wir sind schlau. Nee, ich hoffe, ich also so schlau wie in Theorien. Wir sind schlau. Und wir sind nicht schlau. Und wir sind schlau. Ist wirklich, also Abby ist wirklich schlau. Wir sind schlau. Wir sind auch schlau, weil die haben keine Hände, das ist scheiße für dich. Wir sind schlau. Wir haben Hände und wir können euch in unserer Umgebung formen. Und deshalb habe ich am immer, ich haben am immer Ende recht, weißt du. Knack. Naja, sexistische Sache. Ja, und von der Frau ist ungefähr so groß wie von einem Delfin. Nee, niemals kann das Gehirn so groß sein. Nee. Niemals. Nee. Ich kann es mir nicht vorstellen, also es ist nicht wahr. Ich bin so vorlaut, ich lasse gar nicht erstmal erklären, was es nicht sein kann. Nee, ich muss sofort sagen, nee. Mhm. Nee. Spiele spielen, während die Welt untergeht. Ja. Ja. Dann greife ich dich von hinten an. Und dann erst sagen, huch, was du warst.
da war ich gerade nicht bei der Sache. Mensch, na ups, wie ist das passiert? Ist wieder vorbei, ach scheiße. Yeah, yeah. Nein, du ist wirklich im Arsch. Wie heißt dieses amerikanische Spiel? Football. Amerikanisches Spiel. Bei allen sozusagen sind die Footballspieler. Du weißt, dass man das Licht ist? Ja. Könnte man erstes Facebook-Video sagen. Meine, ich muss noch. Du brauchst schon kein Licht. Ja. Ich bin der Fußball Klo putzt. Ach, du bist der am schlimmsten Fall ins Klo putzt. Ja. Das will ich ja nicht machen, dann muss ich jetzt machen. Aber wenn das du sagst, wenn man das Klo putzt. Ich muss das jedes Mal nur echt reinscheißen. Ah ja, das hatte ich auch immer Kacke dran, wenn ich mich da mal ins Klo setze. Das ist dann deine Kacke. Ach so, nee, ich benutze immer eine Klobürste. Die haben wir nicht rum. Ja, da du, ich habe jetzt den Zeit rum, du sterilisierst dich zum Opfer, was wir weder irgendwie als mich. Ich bin ja das Opfer. Oh ja, du bist Opfer auf den Rest deines Lebens, von wem du eine Scheiße. Ich bin überhaupt nicht auf den Rest meines Lebens mein Opfer. Na, du bist nicht Opfer, der Rest deines Lebens. Bin ich überhaupt nicht, ich hoffe, Scheiße zu labern! Nur weil du laut bist, heißt er nicht, dass er richtig ist. Er schreit halt Unrecht, oder? Hast du das oft zu hören bekommen von deiner Mami? Er schreit halt Unrecht. Meine Mutter schreit selber permanent. Das wäre so schön doof. Ach so, und deshalb hat deine Mutter permanent Unrecht. Stimmt? Das hat keinerlei. Das hat damit gar nichts zu tun. Zufällig ist deine Mutter auch weiblich, so wie ich. Ja, die ist weiblich. Zumindest hat sie mich geboren, also prinzipiell muss weiblich sein. Ach, echt? Ja. Und da siehst du keinerlei Zusammenhänge. Verbindung mit dir. Mit Geschrei. Ha? Ne? Ich mag's nicht. Wer mag denn rumgeschrei? Nur mal ehrlich, kein Mensch auf der Welt mag rumgeschrei. Außer du betest die rote Energie förmlich an. Du betest darum. Ich werde dazu benötigt und gezwungen. Und wenn du jetzt nicht aufhörst zu labern, fange ich wieder an rumzuschreien. Da du Worte ja offensichtlich nicht verstehst. Versuch mal, hör auf, mich zu foltern, Alter. Nee, du folterst dich selber. Halt doch mal deine Klappe! Folter dich. Wenn du redest, geht's mir scheiße! Ja, du redest die ganze Zeit, da geht's mir auch nicht viel besser. Sei ruhig! Ja, dann mach doch. Geht dann die ganzen Arschlöcher da draußen. Ich würde sagen, 3,5 Millionen Arschlöcher gibt es draußen. Ah ja, und dann gibt es ja noch die weiblichen Arschlöcher, aber die nehme ich erstmal raus. Ja, die Option. Die sich auf ihr Glied unglaublich was einbilden lässt. Ja. Na. Vollbahn! Keinerlei Respekt. Keinerlei Respekt. Ich bin mal Respekt definiert, also wo ist das aber nicht ständig? Alkoholiker sind sowieso ohne Respekt. Die haben nicht mal Respekt vor sich selbst, sonst würden sie nicht an der Flasche hängen. Toll, also wer jetzt provozieren. Ich kläre auf. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Jeder hat ein Recht auf meine Meinung, was öffnen sie? Ja, was mir einfällt. Ey, den Bornen habe ich schon nicht gesehen, ey. Ich bin ja auch auf dem linken Auge blind. Beziehungsweise fesselt mich hier noch in mir läuft. Ach, das kriegt ein richtig Protzchen an, das Video. Damit das auch viele auch hört. Natürlich, damit das auch bloß viele anklicken. Das ist nicht das, was ich bisher vermieden habe. Ich glaube, mit dem Video kann ich mal ein paar Leute auf meinen Kanal locken.
Dritte Weltkrieg, das soll in Jahren. Draußen auf der Straße könnt ihr schon hören. Naja, hier können sich wenigstens 7 Geißel in den 7 Kisten verstecken. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe richtig Angst gekriegt, aber das ist die Schule, die hat ständig irgendwelchen Fehlalarm. Und jetzt kommt jemand Angst? Oh mein Gott. Am Anfang war das echt erschreckend, weil da die Feuerwehr, 20 Feuerwehr, weil die schon das blaue Blinkt hat. Blaues Licht. Mhm. Oh, Wölfe. Na, was da wohl los ist? Nicht. Also hier, wo gerade vom Zaun brechen. Oh, meine Güte. Wunder. Da hat mich schon die Rede von Regenbogen. Hä? Wenn man ein Horoskop passiert, das macht es echt fein. Oh. Ist aber schön, dass er schon lange nicht hat. Ja, wir können was bauen. Was bauen. Ich muss mal pissen, ich muss das Klo-Dokument nicht rein, damit der Bescheid ist. Das wird viel nicht tun. Hier sieht es halt nicht mehr. Hier nicht gut, hier ist es nicht mehr. Nicht von mir. Der lässt mir jetzt auch mal nachlosen. Das gibt's denn ja auch nicht. Ja, guck mal, wenn ich hierher gekommen bin, gell? Sieht das hier so aus. Das muss ich jeden Tag ertragen, wenn ich hier hingucke, aus Versehen. Ja, noch besser. Da guck, Trennloch. Jo, Haarfärbe Mitte. Da guck. Haarfärbe Mitte. Da war Luther, der angeguckt. Also ich finde ja die Wohnung sagt viele von Menschen aus. Ja, guck mal. Hier, guck, da. Offen. Ja, offen. Und da ist so knüllt. Die Hälfte verschwindet, ja. Habe ich nämlich gehört, eine Regel im Islam, dass es nicht verschwenderisch sein sei. Ja, so erst mich habe ich mir erstmal erzählen lassen von einer jungen Muslime. Ja, Shampoo. Schnell mit Natron. Ja, gucke. Wenn jemand so viel Rasierungsverbrauch und sehen, ich habe so viel Rasierungsverbrauch. Dann ja, deine Proteine fixe ich schon, ey. Dann hat er gequiekt, weil es sieht, der macht ihn jeden Jahr zum Löwen, Alter. Dieser macht er nicht. Vor allem mache ich den zum Wildsau. Na? Ja, und da sind doch immer geschenkt. Aha, das ist das schön zu gelesen. Ja, der. Der war halt. Und der. Das ist was ich eben geschrieben habe. Ja? Dann sollte dieser Kuli schreiben. Also was auch. Ja? Bei mir zu Hause das Internet funktioniert. Sie und mir. Würden die Jungen reden und die Alten die Klappe halten? Wären alle anderen auch Könige. Basiswissen, also. Denn ein böser Zauberkopf ist der Neid. Reinhard Lacomi, Traumzauberkopf. Und, kann man so machen. Und genau genommen sind sie es ja schon. Warte. Ja. Ergo, wir werden uns befördern von ihrem König zu ihrem Gott. Also alles der Sprung in die Tiefe. Und was ist Gott?
Am liebsten alles. Mampf. Weil, dann muss die Göttin weniger abwaschen. Das ist einfach was da. Und? Das ist ja leider nicht möglich, dabei steht es doch hier schon geschrieben. Ja, der Peter Fitzek, der hat uns noch vorgemacht. Jeder ist König von Deutschland. Und so verhalten sie sich auch alle. Nein. Das ist ein Nuhai, guck da ja, Bild, ne? Da kommen die da. Da kommen die da aus dem Schiff gekrochen, ne? Da Insel, Hilfe. Und ich finde, der war im Traum. Was machst du? Du machst dich weiter, sonst ist der Fisch. Das hat mir nicht so gut. Tja, mal gucken, was da los ist. Ich sag mal, hier ist das. Hier, guck, 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 guck. Sehen wir mal? Da blinkt unser Auto, meine ich. Aber gleich kommt das blaue Licht. Da sehe ich schon. Einmal. Ein Feuerwehr. Ein Feuerwehr. Ein Feuerwehr. Ein Feuerwehr. Oh, die Sterne sind so wohl durch die Tische. Oh. Das blaue Licht hier. Naja, da war schon wieder die Schule. Ach, ich geh mal 200 Cent. Ich muss mal gucken. Naja. Drei Löschzüge. Schulalarm. Achtung, Achtung. Das ist ein Gebäude. Weiter am Nachts nicht bei sich zu tun. Das ist ein Gebäude hier, das ist ein Gebäude. Vollkommen richtig. Das Internet funktioniert nicht. Draußen ist Alarm. Oh mein Gott, das ist wirklich schon so weit. Der PTI bei 291. Ich dachte eigentlich, wie viele Schiffe auf dem Weg mehr unterwegs sind. Ach, das war halt. Aber ich habe nur nicht rausgefunden, ob für die Information negativ oder positiv ist. Nee. Nee. Wenn 2008 12.000 Schiffe unterwegs waren, und 2016 nur noch 291? Ja. Das sagt ihr nicht? Das sagt mir, dass es eigentlich keinen Handel mehr gibt, aber es scheint ja nicht zu stimmen. Außer es gibt einen Handel, der mich nicht betrifft. Also jetzt wirklich. Na, ich will jetzt auf jeden Fall durchmarschieren. Ja. Ja. Und du kannst mich nicht aufhalten. Sie würden es nicht mal begreifen. Hm. Sie würden es nicht mal begreifen. Und weil sie dann noch so viel Schiss haben, weil sie kein Vertrauen haben, in sich und in Mutter Natur und in die Weiblichkeit, werden sie alles zerstören. Sie werden alles zerstören. Die Männer 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 werden alles zerstören. Das finden die gut. Da feiern die sich nur drauf. Ja, die werden alles zerstören. Glaube ich nicht. Ja, das ist alles. Aber das nächste Mal. Das ist sehr witzig. Das nächste Mal. Ah ja, richtig. Ja, lasst euch ja lieber umbringen, als dass ihr weint.
geht ja lieber stolzen Hauptes in den Tod, als dass ihr euch gefühlt habt. Herr Bauer, ich schlafe nicht. Herr Bauer ist 60. Ja, hast du welchen sehen, dass das ausgehen kann? Nee. Und zum Aufziehen bitte. Ja. Ein Bauernsieg. Also ich frage jetzt einmal eine Option ab. Bist du müde zum Spiel? Das nicht. Ich hab morgen frei, ich kann machen, was ich will. Er hat morgen frei. Er hat morgen frei. Er kann machen, was er will. Gut. Lass uns ein Quickie machen. Lass uns ein Rebaum-Quickie machen. Eineinhalb Stunden, Alter. Man kann nie mehr für die Fassen haben. Das muss gut sein, Lina. Im Spiel, Alter, der kommt. Na, nee, das muss man, wie hast du dich jetzt geärgert? Das war dein Fehler, Alter. Die Frauen denken immer, dass es um das Besiegen geht, aber in dem Fall haben wir doch Ritter, sie haben nichts verloren. Nein, nur wenn das kleine Baby mit einer großen Wasserspritzbazooka auf dich schießt oder Pfeile abschießt, ist das auch nicht schlimm, ne? So ein kleiner Zwerg von einem Jahr kann gerade mal laufen und spielt mit so einer Wumme, die größer ist als er selber. Ich brauche unbedingt deine Pflanzenasche. Also möchte ich morgen einen Termin mit dir, um die Pflanzenasche bei dir abzuholen. Und jetzt holt man endlich. Weil da ist was voran. Ich werde auch frisch müssen ohne das Telefon. Ich könnte euch auch nicht die tollen Filme zeigen und machen, ja, mit meinem Telefon. Einfach eine Frage schon. Das ist ein Fettgestein, also Pflanzenasche. Wenn man sie nochmal heiß macht. So. Genau, und da ist Phosphor drin, und ich brauche Phosphor für Bewurzelung. Als Experiment. Achso, ich wollte ja auch bis in den Feuerwurz.
noch eine kleine Ecke. Nein. Was ist denn das an Hese? Der mit dem Hitler an Hese geholt. Alles klar? Der ist vor Gericht damit durchgekommen. Das sind die Argumente. Das sind die Argumente. Der größte deutsche Künstler, lebende Künstler, den es gibt. Und das sind nicht meine Worte, das sind Ken Jebsens Worte. Aber ich kann nicht. Ja, das Beste habe ich bisher noch nicht gehört von Künstlern. Außer die Kunst an sich, natürlich. Weißt du, die Kunst an sich. Ja, die Kunst, Das Fleisch schmeckt seltsam, ne? Das hat so einen säuerlichen, als wäre es ein Wein gekocht. Vielleicht schmeckt es ja gerade. Es schmeckt wie ein Wein so schön. Der macht euch nicht frei. Keine Namen mehr.
Ich bin bereit.